So, Sportsfreunde. Ja, das Rad verrät einiges. Ich bin hier mit Robert Förstemann, aka Quarzilla, verabredet, denn heute beginnt das 6-Tage-Rennen in Berlin. Was liegt denn jetzt an? Du bist ja heute noch Wettkampf machen, aber du bist hier auf irgendwelchen Konferenzen unterwegs? Naja, Konferenz ist das nicht. Das ist jetzt hier eine Sponsorenveranstaltung. Es gibt einen Hauptsponsor von dem Sprintrennen zum 6-Tage-Rennen. Das ist die Wolfram Unternehmensgruppe, der Matthias Wolfram. Und der im Prinzip, um seine ganzen Gäste jetzt einzustimmen, hält er auch eine kleine Ansprache. Und ja, da stoßen wir jetzt dazu. Nachdem Robert sich jetzt vorgestellt hat bei seinen Sponsoren, bei der Veranstaltung allen Leuten Rede und Antwort gestanden hat, kann er sich jetzt endlich seinem Wettkampf widmen, mental darauf vorbereiten. Weil das bedeutet Profisport. Ne? Da muss man vorher irgendwie nochmal in Erscheinung treten, ein bisschen PR machen, um dann irgendwann seinen Wettkampf machen zu können. Robert isst jetzt seine letzte Mahlzeit vom Training, jetzt ein bisschen Reis und Hühnchen. Und in maximal 2,5 Stunden ist er dann auf der Bahn zu sehen. An dieser Stelle erwähne ich nur ganz nebenbei, dass es hier also wirklich so viele Leckereien gibt. Ein Riesenbuffet, hier wird alles angeboten. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut, ich esse ja lieber meinen Salat. Ne? Wer braucht schon ein frisches Steak oder Lachs? Und schon haben wir wieder Stempel drauf. Der dicke Bumper mit seiner Riesenschüssel. Der Rest ist relativ kultiviert am Buffet. Und schaut mal hier. Das ist ganz böse. Also das Florida Zimt ist definitiv neu, das kenne ich noch gar nicht. Auweia. Also der Robert sagt gerade, es fühlt sich ganz gut an. Mal schauen. Ne? Das hat ein bisschen was von Volksfest so, ne? Oder Weihnachtsmarkt-Rummel-Charakter. So ist es. Absolut. Und das ist also jetzt die erste Vorstellung der ganz schnellen Männer. Schenken sich hier nichts. Es bleibt spannend. Wenn das noch nicht gut gelaufen ist, Leute. Erster Tag, erstes Rennen, erster Platz. Hallo Sportsfreunde, wir fahren jetzt zu Robert Förstemann. Genau, der hat nämlich Wettkampf. Heute ist der zweite Tag des 6-Tage-Rennens. Und du bist schon ganz aufgeregt, ne? Hast du gesagt? Ja. Gleich in Medias Res gehen die Senior traditionell an. Kannst du mir kommen, den Wiener Dom? Hallo Berliner! Oh, das wird sicherlich noch ein klein wenig werden. Da ist er. Geht? Weiß nicht mehr, ich sehe, wenn ich gleich auf die Rolle gehe. Achso, wie lange fährst du vorher? In einer Stunde geht's los. Ja. Sind dieselben Leute wie gestern auch, ja? Naja, immer die gleichen. Ist ja langweilig. Ich weiß nicht, dadurch, dass drei Mann innerhalb von 500 Sekunden waren, fand ich es nicht so langweilig. Knapp, ne? Ja, stimmt schon, ey. Also, was eine harte Nummer. Du kannst Erster sein, kannst auch ganz schnell Vierter sein. Ja, oder? Krass, ne? Die Linie, aber ansonsten schön aus der Hüfte und vor allen Dingen ein geiles Gefühl. Wie gesagt, das erste Mal diesen Winter. Gestern war das nicht so, ne?
Verbesserungsgefühl auch nicht schlecht. Da hat noch die Zeit noch nicht gestimmt, so richtig. Ja. Auch wenn sie gereicht hat für den ersten, aber. Das war ganz knapp am Bahnrekord, ne? Ja, 1,6 Zehntel noch. Also. Ja. Wenn ich nochmal so eine Steigerung habe, von gestern auf heute, so von heute auf morgen, dann. Wird's reichen auf jeden Fall. Wird's langsam. Ja, danke für diesen spannenden Wettkampf oder diese spannende Fahrt. War echt cool. Yippie, Robert hat gewonnen. Ja. Erster Platz, Chaka. War zwar knapp, aber trotzdem geschafft. Hallo Sportsfreunde. Wir fahren jetzt zusammen ins Velodrom zu Robert Förstemann, ihn anfeuern, mental unterstützen. Heute ist der dritte Tag vom 6-Tage-Rennen. Heute vor 2 Jahren ist er seine Bestzeit gefahren. Und mal sehen, ob er eine neue Bestzeit für sich einstellen kann. Soweit ich weiß, war Robert gestern Nacht um 4 Uhr im Bett, hat noch nach dem Rennen Gespräche mit potenziellen Sponsoren und Firmen getätigt. Ist um 13 Uhr aufgestanden, seine Vitalmonitorwerte, also seine EKG-Werte sind top. Ich hoffe, er hat das nötige Quäntchen an Glück, um jetzt wirklich voll durchzustarten. Und den ersten Platz zu machen, vor allen Dingen aber auch um die Bestzeit zu fahren. Also ich bin tierisch gespannt und drücke Ihnen die Daumen. Ich auch. Natürlich. Du als Firsty-Fan, ganz klar. Ja, deswegen heißt das der Aufwärmen. Und bist du heiß? Ja, nicht nur ich, auch das Publikum, die ganze Halle ist heiß, du bist heiß. Ich hoffe mal, dass heute was geht, schauen wir mal. So, ich muss weitermachen. Vorher hatten sie 4. Ob das vegan ist? So viel zum Thema vegan. Jetzt sind es nicht die Favoriten. Die Halle tobt. Ich hoffe, es wird legendär. Der Erik Balzer hat ihm so eine geile Zeit gefahren. Das wird richtig hart für Robert heute. Leute, das ist so spannend. Jetzt geht's ab. So knapp, scheiße! Schade, schade! Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Irgendwie total paradox, wenn man den zweiten Platz macht und das Gefühl hat, man hätte verloren. Das ist schon ein bisschen komisch. Und es war so schweineknapp, ehrlich. Robert fährt sich jetzt erstmal 10 Minuten aus und dann bist du ja relativ zügig schon losgefahren. Ne? Ich wollte halt nicht zu spät losfahren, wie ich sonst immer mache, sondern heute mit dem hohen Tempo rein. Ja, aber völlig überpaced, also mit dem Punkt, wo die Runde überhaupt erst losging, habe ich schon gemerkt, das wird eng mit der Luft. Aber kann passieren, wir haben noch ein paar Tage. Ja, 3 Rennen haben wir noch. Ja, na gut, Sonntag ist immer ein bisschen, wird nicht ganz so schnell werden, aber Montag und Dienstag geht's noch ab. Was geht. Ja, die Eltern sind auch gekommen, zu schauen. So, Robbe. Nein.
ist das nicht knapp, ey. Es ist nicht zu fassen, ehrlich. Ich konnte nicht mal anhand des Fotos erkennen, wer jetzt auf dem ersten war. Und so geht das hier noch ein Schweinchen weiter. Ich bin heute mal wieder unterwegs zum 6-Tage-Rennen, um den Robert Förstermann anzufeuern. Um mir den 5. Tag direkt anzuschauen. Gestern konnte ich leider nicht am Start sein, aber auch gestern hat er erneut mit Leistung überzeugt. Ist eine 12,7er Zeit gefahren. Das heißt, von den 4 Tagen hat er 3 gewonnen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben 2 hinterlegte Karten. Lukas. Genau. Aber es hat gereicht. Nicht Quatzilla. Aha, sehr schön. Scheiße. Einfach mal 6 Tage Wettkampf am Stück. Ey, aber ich werde nicht langsamer.
Das muss man mal sagen. Also das ist wirklich. Das ist ein absolutes Rätsel. Du sagst immer, dir fehlen die Grundlagen, das hat die völlig Käse. Hast du heute wieder unter Beweis gestellt. Ne? Also wir nehmen das Positive mit raus. Ich hatte ja eine riesen Panik wirklich vor dem 6-Tage-Rennen. Da habe ich gesagt, hey, ich weiß gar nicht, wie ich nach 6 Tagen hier ankommen soll, wie ich aussehen soll. Ich habe gedacht, nach 2 Tagen kommt davor mein Bruch. Aber es ist bisher gar nicht so. Ich bin froh heute mit der 1260. Es war kein Schnellfahrwetter, aber wir haben gesehen, wie der Abstand zur Konkurrenz war. Der war enorm. Enorm. Das muss man sagen. Als wenn da heute Gegenwind auf der Bahn war oder so. Ganz merkwürdig. Also, ja. Von daher kann man schon zufrieden sein. Mal gucken, was morgen noch passiert. Bahnrekord muss mal realistisch sein, wird schwierig. Das ist das, was ich von Anfang an gesagt habe. Da müssen alle Bedingungen stimmen. Wenn so eine Temperatur herrscht wie heute, wird es ganz schwer. Aber im Endeffekt kann man mit jeden Tag deutlich unter 13 Sekunden mehr zufrieden sein. Wahnsinn. Also wir haben jetzt 2x 12,7, 1x 12,6, 1x 12,5. Fehlen nur noch die 12,4. Drück die Daumen für morgen. Das wäre schön. Das wäre dann der Rekord, ne? Ja. Du wurdest gerade gefragt, wie schwer bist du jetzt im Moment? Ich boykottiere die Waage aktuell. Ja, warum? Weil wir nämlich folgendes Problem haben. Du hast im Gesicht an Wasser und Fett verloren und auch am Körper. Aber du bist schwerer geworden. Ja, ich bin einmal zu schwer. Also, ja, also für alle, die das hier ich traue mich nicht erklären können, gar nicht zu erzählen, du hast zu viele Muskeln bekommen. Das ist ein echtes Problem. Ja. Wir haben dir nachher sogar dein Hühnchen rausgeschmissen aus der Ernährung, damit du kein Eiweiß mehr bekommst und nicht noch mehr Muskeln kriegst. Also alle, die das nicht glauben, das ist tatsächlich der Fall. Ich hätte sowas auch nicht für möglich gehalten. Du hast Muskulatur aufgebaut, obwohl du eigentlich weniger trainiert hast. Die Kraftwerte waren super. Ich denke, das Grundlagentraining, wenn ich kurz unterbreche, das Grundlagentraining hat das alles noch ein bisschen im Zaum gehalten in der Vergangenheit. Das haben wir den Winter extrem wenig gemacht und ich glaube, dadurch ist mein Körper quasi ein bisschen explodiert. Also ich war eine Zeit lang nicht auf der Waage. Ich habe gedacht, okay, ich halte zumindest das Gewicht um die 93 Kilo, obwohl wir eigentlich runterkommen wollten. Und als ich dann nach 2 Monaten auf der Waage stand, also mein Tiefpunkt hatte ich, wo ich nach Colorado im Krankenhaus war, wo ich die Sache mit dem Magen hatte. 89 warst du da, ne? 87 sogar. Ja. Und 2 Monate später war ich dann bei 99 Kilo. Luxusproblem, ne? 150 Meter haben wir 4-mal gewonnen. Und ich denke, von 6 Tagen kann sich das schon sehen lassen. Vielleicht schaffen wir ja morgen noch das 5. Mal. In Anbetracht der Umstände bin ich völlig zufrieden. Jetzt sitzt er mal auf einem richtigen Fahrrad, was auch zu ihm passt. Ne? Hier bleiben! Hier bleiben! Da ist ein Elektromotor drin, da gibt richtig Schub auf einmal. Wenn er antrittst, dann kommt automatisch noch mehr Dampf. Leute, es ist völlig egal, wo ich hingehe, wo ich mit Robert bin. Es ist immer Autogramme geben und Fotos machen angesagt. Ich finde, du wirst sehr auf deinen Körper reduziert. Das ist immer so, die Frauen meinen immer alle noch meinen Körper. Das ist echt grausam. Das hört nicht auf. So, heute ist der letzte Tag vom 6-Tage-Rennen. Ich bin gespannt. So, heute ist der 6. Tag des 6-Tage-Rennens und ich bin gespannt. Hast du auch so gesagt, oder? Das große Finale. Heute hat Robert das letzte Mal die Chance, seinen Rundenrekord neu einzustellen, zu verbessern. Das geht, ne? Oh. Oh.
Rekord, aber egal, wenigstens wieder der ersten Platz. Wahnsinn, Wahnsinn. Willkommen, Chapter Strand und Herr Michael Lohak und seine Gattin nehmen die Sieger hervor. Robert Förstermann, meine Damen und Herren, und selbstverständlich auch Matthias Rüst von Wilmax, Wiedekrum und Max Schnellinghalle mit Tragergesellschaft. Und der Robert Förstermann, der wird sich freuen, denn er hat ja vielleicht auch in der Zeitung schon gelesen. So, meine Lieben, hat Ihnen das Steherrennen hier gefallen? Ja. Auf die Sieger hier. So, wo bleibt der? Robert Ritsch. Fahrerkennung. Vollständig. Und dann gibt es hier Robert Ritschke, Deutschland, mit Schrittmacher, heute geändert. Das ist Erik Pölzer. Das finale Rennen, danach ist vorbei. Endspurt! Finale! Hoppe! Ja, da kommt die 74 cm schon an zu zucken, bei Robert Förstermann. Und dann kommt auch schon wieder los. Und jetzt ist Schluss mit lustig! Ich bin da gerade so gefreut, dass er das Ding noch geschafft hat. Das war sein persönliches Geschenk. Ja, schönes Ding.